Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE 2K16 King of the Ring mit dem Onkel gegen den Onkel. Hallihallo, Hallöchen. Yeah! Extreme Rules. Und ich muss sagen, ich muss jetzt mal erstmal gerade wieder dran gewöhnen, WWE 2K16 zu sagen. Ist echt schon lange her und es gefällt mir. Dir Ja, auch? genau. Und Ja? ihr habt schon Ja? gesehen, Ja? wen Ja? ich jetzt Ja? hier haben werde. Ich weiß nicht, wen ich habe. Hallo. Ja, und Sag zwar es, bist wen? du, warte, Moment, ja, du bist auf jeden Fall auf der linken Seite Ja? und du bist der liebe Cesaro. Oh, boah, jetzt komm, jetzt muss ich aber mal, mit allem muss ich jetzt mal geschaffen jetzt hier. Ich habe jetzt gerade schon den Darren Young verloren. Und den ärgert mich, weil ich habe So, eigentlich und voll hier gut seht ihr den gekämpft. Gegner von dem lieben Cesaro. Und für mich ist es natürlich sehr wichtig, dass die so weiterkommen, ne? Für mich ist es sehr wichtig, weil ich habe Und mir ich den bin ja nicht gespannt. umsonst dazu geholt. Oh mein Gott. The Rock und dann noch die 96er-Version. Das ist doch die von 2015 oder 2016, wa? 2000 halt, ne? Ich habe Echt? den Rock genommen von die herunterladbaren Charakter. Boah, 96 natürlich, klar. Mehr Prozente noch gegen 88er. Ich habe gar keine Chance. Ich werde ja in der Luft zerfetzt, So, liebe du. Freunde, los geht's. Cesaro gegen The Rock. Ja, Ja, das das ist wäre ja der, den ich natürlich mir in der cool, letzten aber. Runde dazugeholt habe. Das letzte Mal, den ich mir dazugeholt habe, war auch Randy Orton. Der wurde natürlich gleich wieder rausgeschmissen und jetzt habe ich mir ja diese Runde The Rock dazugeholt. Jetzt seht ihr, ich bin gespannt, ob ich das jetzt gebacken kriege. Ich habe irgendwie. Ja, ich. Ja, liebe Freunde, seht ihr mal, das hat nur Nachteile, wenn man oft gewinnt. Oh Mann, ey. Das wird spannend, ja. Kacke, ey. Obwohl er da noch nicht so extrem viele Muskeln hat, 2000, ne? Also 16 Jahre später, wenn man den jetzt anguckt, da ist er schon so ein kleines Ja, Monster. aber das ist nicht immer positiv bei Wrestlern, weil die werden dann irgendwann mal ein bisschen träge und so ein Scheiß, weißt du? Das ist Kacke. Siehst du, Ah, Triple H oder Wolfie. sowas war mal ein richtig guter Wrestler und jetzt ist es einfach nur noch ein ekelhafter. Bleh. Ja, ich verstehe, was du mir sagen möchtest. Der einfach nicht mehr so richtig sich bewegen kann. Mein Gott, ich komme mit Ja. diesen Dings nicht mehr zurecht. Wahnsinn. Und nochmal, komm schon, jawohl. Kabäm, kriege ich ins Gesicht, du, wat? Reiß dich zusammen. Jupp, da geht er in die Luft. Ja, So gefällt ich mir hatte das. jetzt gemerkt in der letzten Aufnahme, dass irgendwie mein Mikrofon übelst viele Nebengeräusche mit reinbringt. Und man hört so ein komisches Brummen und so, das geht mir jetzt auf den Nerv. Okay. Muss mal alles ein Also bisschen. ich muss sagen, dass ich natürlich jetzt ein bisschen lockerer bin, weil du wirst wahrscheinlich jetzt wieder übelst angespannt sein. Nö, gar nicht. Ne? Okay. Och, jetzt macht er echt noch einen Griff hier, oder? Mitten im Gefecht hier. Wie doof ist das denn, ey? Junge, reiß sie zusammen. Ja! So mag ich das. Immer ins Gesicht von The Rock. Oh! Wir springen uns gegenseitig hier hin und her und immer ins Gesicht rein. Bam! Ja, dann möge doch mal die Party starten hier, hä? Ey, du bist aber schnell wieder oben, ne? Muss ich ja sagen. Ich konnte noch nicht mal meinen Griff ausführen hier. Obwohl du hast dafür, dass du 96 Punkte hast, hast du nur vier Balken mit Kontern. Okay. Ist natürlich schon eine Sache, ne? Oh, du Dreck. War das geil, The Rock. Nix, war nix für ungut, aber ich bin Cesaro. Na komm rein. Ich bin ein fairer Wrestler. Na, endlich mal. Oh. Hast du gedacht, ja? Machst du einfach mal hier so ein. Oh, nee, du sollst dich schon ummoven, ey. Nicht einfach weg. Toll. Das kommt davon, wenn man den nur wegschubst, du Idiot. Nix kann ich, ey. Nix kann meiner, nix. Und bam! Und direkt ein Suplex hinterher. Nein, er kontert natürlich, klar. Scheiß Rock. So. Oh, wieso hat er dich nicht gepackt? Ärgerlich. Na komm, lass mich rein. Noch? Okay. Wie so eine Nicht schlecht. Tüssi. Er war ja nicht schlecht. War ja ein netter Versuch.
Und jetzt der Halswirbel-Ausrenker. Der übelste Griff in den ganzen Wrestling-Verein hier. Ich hab da einen Blödsinn und ich sehe ein gelbes Kreuz an meinem Gesicht. Schön. Auf deinem Gesicht ist gut. Okay. Stimmt, dein Arsch und dein Gesicht kann ich verwechseln. Gelbes ja, Kreuz. Oh nein, er macht mir den Schlappi. Onkel, hol noch Kaffee eben, ja? Dauert noch ein bisschen. Oh Gott, morgen Abend sind wir fertig. Ich find's geil, wie der Rock da gerade in der Luft rumzappelt. Ja. Oh mein Gott, ich hätte es aber gerne mit den Füßen gemacht. Ich würde dich gerne wirbeln. Bitte, bitte, ach, bitte, klapp, 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 klapp. Ja! Dö, 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 dö. Aber du kommst eh raus. Two! Ja! Ja! I like the move, it. I like the move. It. Ich hab wirklich die falsche. Oh. Oh, Scheiße, Onkel. Was hast du gemacht? Ich kann das ja nicht abbrechen, Kamera. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte jetzt gerade Widerstand benutzen und hab X gedrückt. Und das war natürlich viel zu früh. Und Widerstand ist ja ein Dreieck. Und da hab ich ja, oh, richtig. Oh. Onkel, du hast gerade damit den Rock verspielt. tut das weh? Oh, nicht mehr Gott, als dein Undertaker, dein Brock Lesnar, dein... Ja, aber ich komm, er war nochmal dabei. Ach man, das sagen, ist so nervig. Dein Randy Savage zum Beispiel war auch ein bisschen komisch. Ja, ich hab echt gute verloren jetzt. Und ja gut, ich hab davor den Darren Young verloren. Aber ihr habt's gesehen, liebe Freunde, das war jetzt ein schnelles, abfertiges Spiel. Aber gut, wenn man sich verdrückt, dann ist das halt so. Das war halt, er wäre rausgekommen auf jeden Fall. Mhm. Aber verdrückt. Na gut, ich bin trotzdem froh, dass ich gewonnen habe. Und schaut auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP vorbei. Wir haben wieder jede Menge Projekte und auch The Division läuft wieder, habt ihr bestimmt gesehen. Täglich 15 Uhr. Unbedingt mal reinschauen. Mega geil. Und was uns dann noch so alles erwartet. Und dann würde ich sagen, bis morgen wieder zu WWE 2K16. Bis dann. Ciao. Tschüss.